Hallo Panorama-Freunde. In diesem Video geht es um die Einstellung des Nodalpunktadapters. In verschiedenen Veröffentlichungen werden diverse Möglichkeiten gezeigt, wie man den Nodalpunktadapter richtig einstellen kann. Meist jedoch wird der Einstellung des Nodalpunktes eine wesentlich größere Bedeutung beigemessen als der Einstellung des Drehpunktes der Kamera. Diese Herangehensweise führt aber dazu, dass, wenn der Nodalpunkt richtig eingestellt ist, sich die Kamera auf dem Rotator selbst unwund bewegt. Letztendlich entstehen dadurch ähnliche Fehler wie durch einen falsch eingestellten Nodalpunkt. Ich möchte im ersten Teil des Videos auf die richtige Einstellung des Drehpunktes der Kamera eingehen. Diese Einstellung ist unabhängig vom verwendeten Objektiv und muss für die jeweilige Kamera nur einmal vorgenommen werden. Der zweite Teil befasst sich dann mit der Einstellung des Nodalpunktes. In diesem Video wurden Erfahrungen, Hinweise und Tipps von Mitgliedern der Panorama-Community verwendet. Hinweise dazu finden sich an den entsprechenden Stellen und am Schluss. Das Setup für die Einstellung der unteren Schiene sieht so aus. Die Kamera ist an der oberen Schiene befestigt und schaut senkrecht nach unten. Das verwendete Objektiv ist in diesem Fall ein 18-55 mm von Canon bei genutzten 18 mm. Wesentlich größere Brennweiten verkleinern den Sichtkreis erheblich. Kleinere erweitern ihn und behindern dadurch das genaue Ablesen. Ich habe eine Blende 13 eingestellt, um eine hohe Tiefenschärfe zur Kontrolle nutzen zu können. Auf dem Stativ habe ich eine Markierung aus zurechtgeschnittenem Papier angebracht. Neben dem Stativ auf dem Boden liegt ein Maß parallel zur unteren Schiene. In den meisten Anleitungen wird empfohlen, das mittlere Autofokusfeld der Kamera mit dem auf dem Nodalpunktadapter aufgebrachten Drehpunkt in Übereinstimmung zu bringen. Auf meinem Nodalpunktadapter ist diese Markierung nicht vorhanden, also nehme ich hier die Nullmarkierung auf der unteren Schiene. Nach dem Ausrichten auf die Nullmarkierung habe ich an der unteren Schiene einen Abstand der Halterung von 46 mm erhalten. Im Idealfall ist der optische Rotationspunkt identisch mit dem mechanischen. Durch die technische Herstellung von Kamera, Objektiv, Nodalpunktadapter, Rotator und gegebenenfalls Nivelliereinrichtung kommt es aber immer zu Abweichungen von diesem Ideal. Durch Versuche muss jetzt also die optische Achse mit dem mechanischen Rotationspunkt in Übereinstimmung gebracht werden. Dazu mache ich in der ersten Stellung eine Aufnahme, drehe anschließend die Kamera um 180 Grad und mache eine zweite Aufnahme. Bei der ersten Aufnahme ist die Markierung, die ich auf dem Stativ angebracht habe, auf dem Metermaß darunter etwa bei 30,4 cm. Bei der zweiten Aufnahme allerdings bei 29,8 cm. Das heißt, die optische Achse befindet sich nicht im mechanischen Drehpunkt des Adapters. Um mich diesem anzunähern, verschiebe ich die Kamera auf der unteren Schiene weiter weg vom ursprünglichen Mittelpunkt. In meinem Fall jetzt auf 52 mm. Danach erfolgt der gleiche Ablauf. Foto, 180 Grad Drehung und ein zweites Foto. Bei der ersten Aufnahme ist die Markierung jetzt bei etwa 29,4 cm.
bei der zweiten bei etwa 30,2. Die Abweichung hat sich also fast umgedreht. Erst waren es 30,4 und 29,3, jetzt sind es 29,4 und 30,2 cm. Also verschiebe ich die untere Halterung jetzt auf 49 mm und dann wieder die beiden Aufnahmen. Beide Markierungen befinden sich jetzt bei 29,8 cm. Der Drehpunkt der Kamera stimmt jetzt also mit der optischen Achse weitestgehend überein. Eine weitere Möglichkeit der Einstellung des Drehpunktes der Kamera ist die Auswertung von Footprints. Das Setup ist ähnlich wie bei der Linealmethode, nur braucht man hier keinen Markierungspfeil und kein Lineal am Boden. Das Setup ist ähnlich wie bei der Linealmethode. Als Ausgangspunkt habe ich wieder die Nullmarkierung des Adapters genommen, also 46 mm am hinteren Anschlag. Ich habe zwei Varianten ausprobiert, beide führen zum Ziel. Die erste Variante ist davon abhängig, ob auf dem Notalpunktadapter gut sichtbare Markierungen zu sehen sind, die als Referenz dienen können. Im ersten Schritt fertigt man jetzt vier Aufnahmen des Fußpunktes, jeweils 90 Grad zueinander versetzt. Anschließend habe ich die Aufnahmen in Photoshop als Ebenen geladen und automatisch ausgerichtet und überblendet. Das Ergebnis dieser Überblendung zeigt die Übereinstimmung des Drehpunktes mit der optischen Achse. Bei 46 mm Maß auf der unteren Schiene sind deutliche Abweichungen der Nullmarkierungen zueinander zu sehen. Bei 49 mm ist die Übereinstimmung in solch einem Bereich, dass eine weitere Verschiebung nicht mehr reproduzierbar wäre. Denn bei 50 mm geht die Verschiebung schon wieder in die andere Richtung. Es ist also mit dieser Methode genau der gleiche Rotationspunkt gefunden worden wie bei der Linealmethode. Bei der zweiten Variante habe ich mit einem 8 mm Fischei 5 Shots gemacht und dabei den Winkel nach unten so gewählt, dass das Stativ mit auf dem Bild zu sehen ist. Anschließend habe ich die Bilder mit PD-GUI gestitcht und so gedreht, dass der Blick nach unten in die Mitte des Bildes war. Die Auswertung ist relativ einfach. Wenn man die fünf gestitchten Aufnahmen betrachtet, zeigt sich bei falsch eingestelltem Drehpunkt an den Übergängen der Bilder ein sogenannter Sägezahn. Wenn die optische Achse im Drehpunkt des Notalpunktadapters liegt, dann zeigt sich dieser nicht. Sicher ist die Footprint-Methode etwas aufwendiger als die Linealmethode, da man die Bilder erst stitchen und dann auswerten muss. Aber durch die Schärfe der Aufnahmen kann man etwas besser erkennen, ob der Drehpunkt exakt gefunden ist. Eines dürfte aber klar sein. Da die meisten Notalpunktadapter nur eindeutige Verschiebungen im Millimeterbereich ermöglichen, ist auch nur dieser Bereich eindeutig reproduzierbar, selbst wenn das Ergebnis dann nicht 100%ig akkurat ist. Nachdem der Drehpunkt der Kamera richtig eingestellt worden ist, geht es jetzt an die Einstellung des Notalpunktes. Noch eine Bemerkung vorweg. Die Einstellung des Notalpunktes muss mit großer Sorgfalt vorgenommen werden. Fixierungen, die ich hier mache, wirken sich direkt auf das fertige Panorama aus. Das heißt, Fehler, die hier gemacht werden, kommen unweigerlich im fertigen Panorama zurück. Die Einstellung des Notalpunktes ist schon in vielen Veröffentlichungen gezeigt worden.
Prinzipiell geht es darum, eine Nahmarkierung mit einer Fernmarkierung in Deckung zu bringen und über den gesamten Schwenkwinkel zu halten. Meist wird jedoch die Nahmarkierung zu groß gewählt, sodass nicht eindeutig erkannt werden kann, ob sie in Deckung mit der Fernmarkierung ist. Aus diesem Grund habe ich in meinem Beispiel auf Anregung von Undertable aus der Panorama-Community folgenden Aufbau gewählt. An einer Halterung hängt ein dünnes Garn von oben herab. Es ist zur besseren Stabilisierung mit einem Gegenstand beschwert. In einer Entfernung von etwa 1,70 m ist an einem Schrank eine schmale schwarze Markierung senkrecht angebracht. Die Entfernung des Fadens von der Kamera beträgt etwa 18 cm. Die Kamera ist horizontal und vertikal bei 0 Grad fixiert und muss jetzt so arrangiert werden, dass sich im mittleren Augusfokusfeld der Faden auf der schwarzen Markierung in Deckung befindet, sodass eine gedachte Linie über die Mitte des Objektivs und den Faden zur Markierung am anderen Ende besteht. Die Einstellungen an der Kamera lasse ich im Wesentlichen so wie bei der Einstellung des Drehpunktes. Wichtig ist, dass man sowohl den Faden als auch die Markierung an der Wand gut und deutlich sehen kann. Sehr hilfreich ist bei der weiteren Einstellung die Benutzung des Live-View-Modus. Durch Hinein- und Herauszoomen kann man so die Lage von Faden und Markierung zueinander wesentlich besser beurteilen als durch das Okular. Nachdem ich im mittleren Autofokusfeld den Faden und die schwarze Markierung in Deckung gebracht habe, drehe ich jetzt die Kamera nach links bzw. rechts. Die Schwenkung sollte etwa den halben vorgesehenen Schwenkwinkel betragen. Bei meinem hier verwendeten 18 mm Objektiv an einer APS-C Kamera wären das bei 36 Grad Schrittweite, also 18 Grad. Man kann auch als grobe Orientierung eine Stelle kurz vor dem Rand des Bildes annehmen. Wenn man allerdings eine Vollformatkamera hat, dann ist der halbe vorgesehene Schwenkwinkel die bessere Wahl. Man kann das an der Markierung am Rotator gut kontrollieren. Der Nodalpunkt wird dann erreicht sein, wenn der Faden auch nach der Drehung der Kamera in Übereinstimmung bzw. Deckung mit der schwarzen Markierung bleibt. Ich drehe zuerst die Kamera nach links und alles wandert demzufolge nach rechts. Wenn der Drehpunkt der Kamera vorher schon richtig eingestellt wurde, und das ist bei dieser Methode hier unbedingt erforderlich, kann man jetzt die Klemmung der Kamera an der oberen Schiene leicht lösen und die Kamera so verschieben, dass Faden und Markierung in Übereinstimmung kommen. Anschließend kontrolliert man das Ergebnis auf der rechten Seite. Wenn sowohl links, mittig als auch rechts Faden und Markierung übereinstimmen, markiert man sich die Stelle der Kamera auf der oberen Schiene oder man notiert sich das erhaltene Maß. Der Nodalpunkt ist für jede Kamera-Objektivkombination ein anderer. Anders als bei der Einstellung des Drehpunktes auf der unteren Schiene muss ich den Nodalpunkt für jedes verwendete Objektiv neu ermitteln und einstellen. Noch ein Hinweis zu Fisheye-Objektiven. Die Einrichtung des Nodalpunktes mit Fisheye-Objektiven ist prinzipiell ähnlich. Allerdings muss beachtet werden, dass der Nodalpunkt abhängig vom Schwenkwinkel ist. Das heißt, ein Nodalpunkt, der für einen Schwenkwinkel von plus minus 45 Grad eingerichtet wurde, stimmt für plus minus 30 Grad dann nicht mehr. Er muss somit neu gefunden und eingerichtet werden. Es ist auch möglich, mit Vertikalschwenks den Nodalpunkt zu finden. Die Vorgehensweise ist prinzipiell die gleiche wie bei horizontalen Schwenks. Die Methode wird dann angewendet, wenn man den Drehpunkt der Kamera noch nicht eingestellt hat.
Als Beispiel habe ich hier ein Setup mit einem Klebezettel am Fenster aufgebaut. Es wird also zuerst der Nodalpunkt durch Schwenken der Kamera nach oben und unten gefunden. Ausgehend von der Mitte wird dann entweder oben oder unten der Punkt der Übereinstimmung durch Verschieben auf der oberen Schiene eingestellt und danach in die andere Richtung kontrolliert. Zum Schluss muss die Übereinstimmung in den drei Positionen gleich sein. Anschließend kann man den Drehpunkt der Kamera durch Horizontalschwenks und Verschiebungen auf der unteren Schiene nach dem gleichen Prinzip bestimmen. Also erst die mittige Markierung finden und dann jeweils links und rechts anpassen. Jede der hier vorgestellten Möglichkeiten hat gegenüber den anderen Vor- und Nachteile. Sie bieten aber eine gewisse Sicherheit, dass hinterher der Nodalpunktadapter richtig eingestellt worden ist. Letztendlich ist aber die Qualität der Hardware ein nicht zu unterschätzendes Kriterium bei der Genauigkeit der Einstellung des Nodalpunktadapters. Um es mal mit Pocket Pano zu sagen, wenn etwas am Adapter krumm ist, ist die Reihenfolge der Einstellung völlig egal. Exakt wird es nie. Dieses Video wäre ohne die Unterstützung der Panorama-Community in dieser Form nicht möglich gewesen. Mein besonderer Dank gilt Pocket Pano, Undertable und Panotoffel, deren Ideen und Hinweise maßgeblich zur Entstehung dieses Videos beigetragen haben.